Ich krieg da noch hin, das weiß ich. Ich krieg's hin, noch 500 Mal zu sterben. Yes. Yes, yes, yes. Fick dich weg, 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 weg. Woo! Oh. Woo! Danke. Ich weiß gar nicht, ob noch eins kommt. Ich glaube, jetzt kommt nur noch. Ja. Wir haben es wirklich geschafft. Backtracking erfolgreich. B-Punkt endet. Naja, also noch nicht erfolgreich, aber wir haben es immerhin schon mal beendet. Alter, ich bin doch jetzt nicht ins einzigste Loch gefallen, wo wir reinfallen. Doch jetzt nicht wirklich. Das ist jetzt so Level Failer hoch 7. So, habe ich keinen Bock drauf. Ich gehe alleine zurück. Ach, geht nicht. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Schneller, schneller. Ich hoffe, ich habe alle Kisten. Weil sonst will ich richtig angepiest sein, weißt du? Ich will übrigens richtig angepiest, ey. Naja, das ist sowas. Wenn jetzt eine Kiste fehlt, ich würd hinschmeißen wahrscheinlich. Ich würde das ganze Projekt einfach beenden. Ist da noch was oben? Nee. Nee, okay. Ja, dann soll mich das alles gar nicht stören hier, was ihr machen sein wollt. Na, zack, zack. So, den erwischen wir perfekt. Alter, ich hatte es perfekt. Und tschüss. Checkpoint, danke. Jetzt, wir sollten es gleich haben. Als Beruhigung für alle. Wir müssen hier dann später nochmal rein, tatsächlich. Aber das wird dann eine Kleinigkeit, hoffentlich. Ja, sollte dann nicht allzu schwer werden. Ich überlege gerade, eigentlich können wir, wenn es wirklich funktioniert. Das will ich mal ausprobieren. Ich versuche jetzt mal wirklich absolut, um wirklich damit absolut alles in einem zu holen. Weg. Ob das was wird, wir werden es ja sehen. Kommt ruhig her, Bini, Bini, Bini. Nein, was? Wo kommst du denn her? Du hast ja gar nicht zu existieren. So. Hier speichern wir einmal. Und ich überlege. Also was ich verraten kann. Ich speichere mal. Hoppla. Okay, hat funktioniert. Ich verrate euch mal, was passiert. Genau das passiert. Aber ich will ja noch den Kistenedelstein. Ich habe nicht umsonst Backtracking gemacht. Dann hätte ich mir das Backtracking auch ganz dezent sparen können. Das war richtig knapp. Dass ich die noch erwischt habe, hätte ich nicht gedacht. Ich mache das. Ich hole mir den letzten Kistenedelstein und dann ab ins... Nein. Nein. Ab ins Backtracking. Zum zweiten Mal. Dann wird diese Folge wirklich... Alter! Eine... ganze... Folge füllen wahrscheinlich. Gibt's nicht. Kurz vorm Loch verreckt. Es stimmt halt so wirklich. Es stimmt so wirklich. Kurz vorm Loch verreckt. Es ist kein so Spruch, den du ablässt. Es ist einfach so. Ach, stirb! Hallo Kistenedelstein. Speichern. Und ab geht's zurück. Weil wenn ich diesen Geheimgang nochmal separat abgehen möchten würde, hätte ich krass keinen Bock drauf. Also hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Speichern. Ich warte nur, wann... Yes, ich hab's gewusst. Nein, nein, nein. So. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, hier nochmal reinzugehen. Und deswegen, ob das mehr... Ob das, hoppla, ob das Zeit sparen würde. Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Nein. Speichern. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob es... Ja, ob es Zeit sparen würde. Ist mir eigentlich egal, weil ich bin nämlich da. Hab's geschafft, das Level mit 100 verschissenen Prozent abgeschlossen. Tschüss. Was? Du bist mich noch am Loopen oder was jetzt hier? Ich glaube, ich hätte auch einfach sterben können. Ich hätte gar nicht backtracken müssen, aber ist auch egal. Jetzt habe ich es geschafft. Willkommen. Game Level zum Road to Ruin. Level 14. In dem Level, wo uns... Kristall gefehlt hat. So ungern ich dran erinnere, aber es war beschämend. Ja, das war wirklich so Level total behindert. Aber gut. Ach warum? Nee, ich muss doch gar nicht nochmal. Speichern nochmal auf Tocalino 1.
Und dann machen wir Road to Ruin. Eiskalt. Eiskalt machen wir Road to Ruin. Schlechter Gesang, weiß ich, danke. Aber erstmal noch nicht, weil erstmal gibt's Schokolade. So, was ihr wollt, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Und Action. Ich weiß noch, die TNT-Kiste hat mich wirklich einmal gelumpt. Es ist nämlich tatsächlich einmal vorgekommen, dass ich die TNT-Kiste weggedreht habe. Und das war so Level total behindert. Das war Level Burn Baby Burn. GTA San Andreas, Folge, keine Ahnung. Folge irgendwo. So, das war's schon. Den Rest kann man ganz regulär machen jetzt. Tschüss. So, und das meinte ich, wenn wir darüber gekommen wären. Ich habe es ja versucht, ob man darüber kann. Weil ich es auch einmal geschafft habe. Dann hätten wir diesen geheimen Weg, wir hätten ihn gemacht, aber wir hätten ihn nicht gebraucht. Weil wir hätten uns einfach mit einem Mini-Backtracking alle Kisten holen können. Hätten. Ist auch egal, jetzt haben wir es halt so. Aufs Geheimlevel können wir jetzt auch ganz dezent scheißen, weil es sind keine Kisten. Wir warten mal kurz. Genau. Ich darf nicht vergessen, keine Safe States zu machen. Also ich muss vergessen, Safe States zu machen, so sollte ich das sagen. Hallo, hallo. Ganz entspannt Spiel. Geschmeidig bleiben. Das ist immer schön, wenn aus einer Kiste eine Wumpa rauskommt, ist es so, wenn aus einer Kiste 9 Wumpas rauskommen, oder 5, oder was weiß ich, wie viel, dann ist es so, oh yeah. Auch wenn die Wumpas eigentlich egal sein müssen, ich hatte gerade übrigens wieder fast einen Speicherreflex, auch wenn die Wumpas eigentlich egal sein können, weil deine Lebensanzahl das sowieso nicht so fordert oder benötigt. Es ist einfach nur fürs Gefühl. Nur fürs Gefühl ist es. Hallo Bonuslevel. Du warst das mit den 4, ne? Genau. Du warst es mit den 4 Ausrufezeichen-Kisten. Ich freue mich ganz besonders. Ich glaube, letztes Mal habe ich mich gefragt, warum er sowas einbaut. Und heute frage ich mich immer noch, warum er sowas einbaut. Wenn es wenigstens Kisten bringen würde oder so. Also da unten steht ja... Aber da unten steht ja immer noch eine 0. Also dann war das irgendwie komplett von Hugo jetzt. Das war so, um den Spieler zu ärgern. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nur, um mich zu ärgern, sonst nicht. Aus keinem anderen Grund. Ich überlege gerade, wir müssten alles haben. Wir müssten bis Level 20 100% der Dinge haben, die man absahnen kann. Glaube ich. Ich weiß nicht mal, ich glaube. Nein! Das war jetzt gemein, was geleckt hat. Das war jetzt fies. Komm mal klar, Emulator. Jetzt haben sie mir aber die Nougat-Schoketten aber auch angetan. Aber es gibt noch ganz viele andere Schokosorten mit Nougat, zum Beispiel Nougat-Schokolade oder Schokoladen-Nougat. Gibt's ganz viel. Also Schoketten sind nicht das Einzige, was mit Schoko ist. Und Nougat. Ja. War gerade. Ich glaube, das war. Nee, hatten Gronkh und Sarah in meinem Livestream. Weiß ich nicht, oder vielleicht mitbringen durften. Und da haben sie halt. Immer wenn sie es aus Versehen gebracht haben, hat gesagt, aber da gibt es noch ganz viele andere, wie zum Beispiel. Deswegen habe ich das jetzt mir so eingefallen. Habe ich da richtig gehört? Hast du Kisten aktiviert? Weil dann verstehe ich das nicht. Wenn jede dieser Kisten noch eine Kiste... Wenn die drei jetzt aktiviert wurden durch die Kisten da oben, dann ist es cool. Wenn die Kisten wirklich nur da waren, um den Spieler zu ärgern, dann sind die scheiße. Eiskalt mal ignoriert. Wir haben 87 Kisten, sieht nach einer richtig schnieken Zahl aus. Die hat's... Ja, die hat's gereicht. 89. War nicht gerade 87. Ich weiß nicht. Egal. Edelstein sagt Hallo, wir sagen Tschüss. Und wir sagen auch noch Hallo Welt 5. Jetzt sollte eigentlich Professor Dr. Cortex mal was sagen. Wenn er Bock hat.
Nein, was willst du, Basti? Crash, I have discovered that the opposition is being masterminded by Dr. Nectris Brio, the inventor of the Evolvo Ray. Brio was responsible for our misunderstandings in the past. He forced me to assist him in his plot for world domination, and he's at it again. He will attempt to stand in our way. Be on your guard, Crash. Use the platform to deliver the crystals to Engine. Also ich sehe das richtig. Du willst, dass wir dir jetzt unsere 20 Kristalle geben. Brauchst selbst aber 25. Ziehst aber noch den Namen von Nitrus Brio in den Schmutz. Richtig ehrenhaft. Also, so viel Ehre wie du hat sonst nur ein Bauer. Weil Ehre mit Ehre. Lol. Ist auch egal. Ach, okay, ja, wir können über den Superpass schießen. Und wir können nicht nur, wir müssen sogar auch. Und zwar müssen wir damit seine komischen. Wow. Dinge kaputt machen. Die auch total gefährlich sind. Es macht so total Spaß, immer Viereck zu drücken. Das ist so Spaßlevel, richtig viel Spaß. Hallöchen, Kapuzki. Kapuzki-Dingski. Ja, wie soll ich an sowas bitte rankommen denn? Du willst mich doch verarschen oder was? Nein. Ah! Mist. Aber egal. Yay, Party. Party time. Das hätte man mitsehen müssen, wie viele von den Wumpas dieses eine Ding gebraucht hat, um kaputt zu gehen. Das wäre mir interessant gewesen. Also wäre und ist immer noch, aber ist auch egal. Und dieses Geräusch mal, wenn es trifft, bim, 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 bum, bum. Hört sich richtig toll an, macht Spaß, so. Und das Schöne ist auch noch, der erwartet jetzt von uns, ja? Der greift uns an, aber er wartet, dass wir ihm ganz freundlich die Kristalle geben. Ich meine, der hat doch auch Sprung in die Schüssel oder was? Ich meine, es ist, wenn er dumm rüberkommen möchte, hat er es richtig gut geschafft. Ah ja, okay. Nein! Alter. Weißt du, und wenn der freundlich zu uns ist, sehe ich gar nicht einfach, wie freundlich zu ihm sein soll. Und tschüss. Hallo, ich bin Crash. Und ich mag Essen. Oh nein. Ich weiß, immer am Ende dieser Plattform stehen wir sicher, das weiß ich noch. Und ich weiß, diese komischen Dinger kann man nie treffen. Die sind so scheiße schnell, dass man die nie treffen kann. Okay, wir stehen hier sicher, gut. Bleib doch mal stehen, Junge. Ey, du bist so hyperaktiv, krass. Fällt dir jetzt? Okay, so. Sieht man mal schön am Schatten, falls ich es noch nicht gesehen habe. Boden sieht man, wo die Raketen aufkommen. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, warum du jetzt angepisst bist, hast gar keinen Grund zu. Opferkind, ey. Bleib doch mal stehen. Lass dich treffen, ey. Oh, oh, nein. Herzinfarkt. Das gibt's doch nicht. Kurz vorm Ende. Manno. Engine ist eigentlich der schwerste Bossgegner, weil der fünfte ist so, ja, der gibt's halt so. Ich meine, der ist nicht die größte Herausforderung der Welt, den zu besiegen. Ist aber auch wirklich nicht. Also. Das, ja, der, wir werden es ja sehen. Ich will jetzt auch nicht spoilern. Und der letzte ist. Ist halt so ein schöner, leichter Abschluss, dass man nicht denkt, dass Spieler dann dauernd nur frustriert, obwohl es so ist. Ich auch nichts für. Lass dich doch mal treffen. Lass doch mal deine Armatur kaputt machen, du Amateur. Armatur für Amateure. So. Du machst Bristle und ich mach Bristle. Hallo.